Hallihallo Leute und herzlich willkommen zu Terraria. So, nachdem ich jetzt 10 Minuten an den Lautstärken rumgespielt habe, denke ich mal, das passt soweit. Hier habe ich mir gedacht, also erstmal Terraria, neues Update, wissen bestimmt viele. Und viele neue Gegenstände und deswegen habe ich nochmal so ein bisschen Spaß dran gefunden, Terraria zu spielen. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr es lieber hättet. Ich glaube, ich erstelle mir einfach nochmal einen neuen Charakter. Also das ist vom ganz Anfang noch. Und der ist der jetzige zurzeit. Aber ja, lassen wir uns doch mal was Neues einfallen. Ganz rote Haare. Es gibt neue Frisuren. Was gibt es noch Besonderes zu sagen? Ich weiß gar nicht, gibt es auch neue. Es gibt bestimmt auch neue Bosse oder so. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja, machen wir doch einfach mal so. Augenfarbe. Vielleicht in so ein Türkis rein. So. Also Haut passt wohl. Haut vielleicht ein bisschen nerdiger. Also, nerdiger, ein bisschen heller. Hellhäutiger. Und ein bisschen so. Kleidung. Gerade keine Ahnung, warte mal. Gelb. Gelb ist eine hässliche Farbe, ne? Lila. Na, ich mag Lila. Ich hoffe nur, die Batterien von meiner Maus gehen jetzt nicht noch leer. Die ist schon wieder so ein bisschen schwammig. Also tut mir leid, wenn da irgendwas komisch sein sollte. Unterhemdfarbe machen wir auch in so einem. Vielleicht einem Fliederton. Nee, keine Ahnung. Nee, aber auch weiß. Weiß sieht hässlich aus. Da machen wir auch so in dem Ton ungefähr. Hose in quietschgrün. Hätte ich Bock drauf. So. Haben wir so ein bisschen alle Farben vereint. Und die Schuhe. Auch rot wie die Haare. So. Weiblich. Obwohl ich. So finde ich es auch nicht schlecht. Man denkt, hört sich zwar an wie ein Typ, ne? Aber warum müssen sie die Brüste so markanter rausmachen bei weiblich? Keine Ahnung. Dieses Gestöhne. Ich weiß auch nicht. Und warum muss eine Frau einen Rock anhaben, ist auch so eine Sache. Also ich habe so selten einen Rock an. Also wirklich nur, wenn ich mich schick mache, aber hier wie in Terraria, um in der Pampa rumzulaufen und Sachen abzubauen, würde ich, glaube ich, nicht mit Ausschnitt und Stöckelschüchen und, Rock rumlaufen. Es gibt ja Softcore, Geld fallen lassen, dass man tut Items fallen. Und dass man stirbt. Ich mache gerne Softcore, also mir reicht das mit dem Geld. Und wir erstellen den Charakter jetzt und nennen ihn. Keine Ahnung. Heißt jetzt einfach nur Minzi. Ich jetzt nur Minzi nehmen. Nur Minzi hatte ich nämlich noch nicht. Genau. Und. Ja, genau. Liebesnest, wie geil. Sind eigentlich meine Welten. Flausch ist ein Projekt von. Buttercake und einem Kumpel von mir, Sweet Home, das hatte ich früher einfach mal gemacht. Projekt 1 ist gerade die aktuelle Welt. Liebesnest hatte ich ja letztens mit Buttercake gemacht und Welt, keine Ahnung. Wir machen aber eine neue. Und zwar groß, mittel. Mittel, damit es nicht so lange lädt. Katzenkörbchen. Ups. Ist das Ö echt jetzt? Körbchen. Körbchen? Katzenkörbchen. So. Und dann gucken wir mal, was uns die Welt so bringt. Ich verfolge ja aktiv das Let's Play von Zombie und German Let's Play zu Terraria, was auf jeden Fall sehr geil ist. Und bin jetzt mal gespannt, wie das hier aussieht. Bis jetzt am meisten hat es mir wahrscheinlich was in der Eiswelt gebracht. Naja, aber wir schauen jetzt einfach mal. Ich hasse Spinnenhöhlen. Und ich habe mir gedacht, ich weiß nicht, ob jemand von meinen Abonnenten ja Terraria hat.
Oder vielleicht, falls es irgendjemand sieht, der daran Interesse hat und vielleicht auch Videos mal, vielleicht so ein zusammen ein Projekt vielleicht daraus zu machen. Weil ich finde, so ein Spiel macht halt zu zweit mehr Spaß und ja, könnte man ja mal überlegen. Ich will ja schon länger mal mit jemandem zusammen was machen, aber irgendwie bietet sich nie jemand an. Oder besser gesagt, bieten sich schon Leute an, dann aber halt entweder mit einem anderen Spiel. Das Geräusch ist halt laut, oder? Hey, halt. Give me more stuff, please. Eichenholz. Die letzten paar Mal bin ich direkt am Eisbiom gespawnt. Ich wollte jetzt gerne wissen, ob das genauso ist. Da unten in der Höhle ist bestimmt schon die erste Truhe, könnte ich mir vorstellen. Pock, 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 pock. Ja, und zurzeit bin ich ja eigentlich im Pokémon-Fieber, deswegen wusste ich noch gar nicht, ob ich aufnehmen soll. Weil Pokémon ist so awesome. Das Neue. Also ich spiele Pokémon X. Und wie gerne würde ich euch daran teilhaben lassen, wie gerne würde ich das aufnehmen. Also wenn ich die Möglichkeit hätte, boah mein Gott, es ist einfach so umfangreich und so cool. Es ist der absolute Hammer. Hab ich jetzt schon eine Fackel? Ja, super. Oh. Wollte ich nicht. Kurz ausleuchten. Okay. Es ist ja wichtig, hier auf jeden Fall sich eine Behausung zu bauen, spätestens wenn es abends wird. Da gibt es schon einige nervige Gegner. Und meistens baue ich meine Behausung ja aus Holz. In letzter Zeit hatte ich dann immer Steinwände oder so. Da muss ich einfach mal schauen, was sich da jetzt am besten anbietet. Aber ich finde schön, dass es diesmal hier so gerade ist. Das letzte Mal hatte ich so eine total hucklige Ebene und... da ist das Eisbiom. Seht ihr. Ich wusste es, und da drüben ist Let-Or, glaube ich. Dürfte das sein? Ich finde auch noch ein bisschen schwer die Unterschiede. Also ich finde, man sieht diese Edelsteine sehr schlecht. Also gerade Saphir oder irgendwas, das ist der absolute Hammer. Ich würde es gar nicht erkennen. Naja. Oh nein, Häschen. Nein. Warum rennst du meine Axt? So. Heilt er sich eigentlich auch wieder? Ja, ne? Weiß Gott. Ist mir noch nie aufgefallen. Also habe ich noch nie drauf geachtet. Ja, meistens hatte ich auch eine Axt, wo das Häschen gleich kaputt gemacht hat. Was habe ich eigentlich für ein Schwert? So ein Assi-Schwert? Gibt ja so diese Kurzschwerter und Langschwerter. Langschwerter finde ich persönlich besser. Dass der gleich mal wegfliegt. So. Ah, so ein Kurzschwert. Okay. So, Schneeblock. Hallo? Hallo? Warum? Achso, wegen den Bäumen. Ich denke gerade, hä? Wieso will es nicht gehen? Da stehen ja Bäume drauf. Nicht gecheckt. Oh, der hat den Hasen kaputt gemacht, der blaue Schleim. Shit, ey. Blöder blauer Schleim. So, auf jeden Fall, ja, genau. Pokémon X. Awesome Spiel. Ihr dürft auch gerne mal raten, wer mein Starter-Pokémon war. Ich bin bis jetzt mit meiner Auswahl noch sehr zufrieden. Mal sehen, ob das auch weiterhin so bleibt. Aber darüber gehe ich dann später. Ich würde gerne trotzdem mir erstmal so eine Art Behausung machen. Vielleicht nicht hier im Schneegebiet in der Nähe, weil es nervt ein bisschen, dass es hier schneit. Mal ein bisschen. Ich hatte auch mit Buttercake ein Gebiet, da hat es echt die ganze Zeit geregnet. Ich weiß nicht warum oder weshalb. So. Brauche ich auf jeden Fall einen Hammer dann, dass ich diese Dreckwand wegmachen kann. So. Und dann begradigen wir das hier mal ein bisschen. Da oben bin ich gespawnt, ne? Könnten wir ja auch hier gleich die Behausung machen. Also ich mache das gerne da, wo ich gespawnt bin in der Nähe.
Weil so schnell kommt man nicht unbedingt an ein Bett. An ein Bett. So, jetzt gucken wir mal. Hatte ich jetzt schon Stein? Ja. Dann machen wir mal. Moment. So. Ich weiß gar nicht, wie lange ich mein Haus machen will. So ungefähr. Sieht auf jeden Fall ziemlich gleich aus. Ach, und ich muss mich dran gewöhnen. So, hatte ich jetzt hier Steine irgendwo? Ja. Ich gucke jetzt mal. Ich hätte die Fläche schon gerne komplett. Und so brauchen wir wohl hier noch ein bisschen. Oh, gleich wird es schon nachts. Und nachts ist es immer so langweilig, wenn man nicht in der Höhle ist. Deswegen, ich versuche mal jetzt hier noch so schnell so viel Stein wie möglich abzubauen. Wenigstens ein bisschen was hat. So. Weil mit Stein können wir auf jeden Fall schon eine Menge machen. Und ich wüsste mal gerne, warum es manchmal so laggt, obwohl ich 50 FPS habe. 49. Wer weiß, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Ich weiß auch nicht, wie Fraps, wie groß ist das die Part. Ja. Verspreche auf Doom. Wie groß Fraps die Parts macht, weil ja, Festplattenspeicher ist ein bisschen begrenzt zurzeit bei mir. Ich einfach so viele Spiele installiert habe. So. Jo. Stirb mal, du blöder Schleim. Ich will den Stein hier noch haben. Ein bisschen ist es ja noch hell, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Oh, hier können wir gleich Lehm mitnehmen. Lehm nehme ich mir sehr gerne mit, gerade um Vasen oder sowas zu machen, sehr geil. Also ich finde ja dieses Gestalterische, was man da halt so alles einstellen kann mittlerweile, sehr geil. Bilder, Gemälde und sowas. Man kann halt echt jeden Raum mittlerweile individuell machen. Das macht halt auch Spaß. Sollte ich mir auch schon das Kupfer da mitnehmen? Ja, so. Kupfer! So. Kann ich mir dann gleich ein Langschwert machen? Vielleicht aber außer Holz, weil Holz ist, glaube ich, irgendwie besser als Kupfer. Dass das wieder ein bisschen angeglichen ist. Ein bisschen Stein wieder. Eine Sonnenblume. Ich muss nachher aufpassen, dann baue ich mir hier lauter Stolperfallen. Bin ich immer zu eng, wenn ich in eine Richtung laufen will. So. Oh, und da spielt noch jemand heran.